wir spielen jetzt Resident Evil Gaiden weiter. Ich muss mal gucken, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Wir sind jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, Leon und das Mädchen, ne, Lucia. Genau, Barry hat sich gerade von uns verabschiedet. Der hat uns kein bisschen Munition oder irgendwas zurückgelassen, der Arsch. Dankeschön, danke für nix. Aber wir haben... Achso, der hat schon die beste Rüstung. Ah ne, der hat auch die beste... Der hat die Diamantrüstung mitgenommen, Barry. Ey, was für ein Arsch. Barry, ich hätte mehr von dir erwartet. Come on. Naja, okay. Wir haben immerhin zwei Titanium-Panzerungen. Aber leider... Haben wir eigentlich mehrere Messer? Nee. Okay, Leon, du musst alleine kämpfen. Aber ist okay. Das schafft Leon schon. Hast du in der Reihe über Fallout... Oh, das Knuddel! Vielen, vielen Dank für deine Distribution für den Hype Train. Dankeschön für die 500 Bits. Das ist wirklich sehr nett von dir. So, was wollte ich sagen? Wir sind Leon. Barry hat alles mitgenommen. Ach so, Fallout... Nee, ich habe kein Video zu dem U-Boot im Fallout 4 gemacht, tatsächlich. Nee. Könnt ihr mich nicht erinnern. Es ist nach 5 Jahren Fallout-Lore oder so, ne? Da kommt viel zusammen, aber ich glaube tatsächlich, da habe ich noch nichts dazu gemacht. Okay, wir müssen dahin. Und da kommen wir über die kleinen Aufzüge hin, die direkt vor uns sind. Easy peasy. Finch! Vielen Dank für die 40 Bits. Oh, guck mal. Wie schön die 40 Emojis. Nein, komm, da jetzt echt 40 einzelne Emojis in das Glas. Oh mein Gott, das liebe ich ja komplett. Guckt euch das Glas oben an. Es eskaliert. Ich liebe Resident Evil auch. Dankeschön, Finch. Guckt euch das an, wie schön das Glas gerade reingeprieselt wurde. Es waren, glaube ich, keine 40, oder? Aber es waren viele. Dankeschön. Okay. Gehen wir in den Aufzug. Ich muss echt ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, im Stream ist die Musik von dem Spiel nicht zu laut, weil, meine Güte, ansonsten machen wir es. Schaue ich, dass ich es noch ein bisschen leiser kriege, vielleicht. Sie ist schon ganz schön zermürbend auf Dauer. Oh Gott, oh Gott. Ja, die alle Orte aus Fallout 4, ich weiß schon, die sind auch bei weitem nicht fertig. Da gibt es theoretisch noch sehr viel zu tun, wenn es um alle Orte in Fallout 4 geht. Ich muss in den dritten Stock... Und ich bin jetzt im zweiten. Dann fahren wir noch eins nach oben. Ich muss wirklich unbedingt... Ah, es ist schwierig. Ja, wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid, was ich mir dazu überlegt habe. Dankeschön, Aokume-Dev, für deinen ersten Sub hier. Und fürs Sprengen des Spendenglases. Ich liebe es immer, wenn das passiert. Danke auch dafür. Okay. An die Steuerung erinnern. Let's go. Der hat... Oh mein Gott, hat der reingehauen. Sind wir schon tot? Nein, wir leben noch. Aber wenn der nicht gleich stirbt... Holy shit. Okay, die Zombies hier sind kein Scherz. Die lila Zombies sind kein Witz. Barry hat sich, wie gesagt, mit der allerbesten Heilung weggemacht. Und wir haben jetzt echt ein Problem hier. Zum Glück haben wir ein bisschen Heilung, aber meine Güte. Okay. Habe ich zufällig einen Schlüssel für die Tür hier gefunden irgendwann mal? Ich glaube nicht. Habe ich überhaupt? Das ist eine gute Frage. Mal kurz gucken seit dem letzten Mal. Ich habe hier eine Zugangsdatenkarte. Kann ich hier nicht benutzen. Ich kann Samtex hier benutzen? Okay. Das war reines Glück. Deine Lore-Videos sind mein Schlafmittel. Ey, dann habe ich heute wieder was sehr Gutes für dich gemacht. Ein über 3 Stunden langes Video mal wieder. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis das fertig ist und online geht. Aber das geht so 3-4 Stunden. Das wird wieder was zum Nebenher oder zum Einschlafen hören und sowas. Ich wurde da mal gefragt und ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob ich das mal mache, dass ich die, gerade die längeren Videos, ne, vielleicht auch als Podcast rausbringe, damit man sich die auch als Audiodatei anhören kann, ohne dass man YouTube immer laufen lassen muss.
Weil wenn man kein YouTube Premium hat, ist das ja immer ein bisschen nervig, ne? Weil dann muss man am Handy wirklich das Video laufen lassen, weil Audio allein geht ja dann nicht und so weiter und so fort. Bin ich auch kein Fan davon. Mit dieser Zugangskarte kann man den Computerraum im dritten Stock betreten. Okay. Alles klar. Diamant. Ach, Diamant haben wir, glaube ich, schon. Ja, Resident Evil ist das lange Video. Das ist quasi wieder so ein Supercut aus vorherigen Videos, aber mit ein paar Zusatzinformationen, damit auch Leute, die alles gesehen haben auf meinem Kanal, noch neue Sachen daraus mitnehmen können. Ah ja, Diamant ist tatsächlich die beste Rüstung. Das ist gut, die können wir echt brauchen, wenn wir die hier mit Messern bekämpfen müssen. Ey, ich habe gestern, weil mein Kater gerade den Raum betritt, gestern. Ich habe gestern Brot gebacken. Na, so weit, so gut. Erstmal noch nichts Ungewöhnliches hier. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin und in die Küche gegangen bin, ich habe das Brot dann abends in Frischhaltefolie gewickelt und auf den Tresen so in der Küche gelegt. Und als ich aufgestanden bin heute Morgen, bin ich in die Küche und habe gesehen, dass ein Loch in der Folie ist und so ein bisschen größer als ein 5-Mark-Stück. Also schon ein ganz schöner Klumpen aus dem Brot wurde von, also die Rinde, ne, so ab vom Brot. Die Brotrinde war weg. Und dann habe ich Merlin gefragt, so, hey Merlin, warst du heute schon in der Küche und hast irgendwie ein bisschen Brotrinde genascht oder so? Ich muss die Cutscene schnell vorlesen, dann kommt der große Twist bei der Story. Okay, der Computer ist wieder raufgefahren, aber wir können die Sprinkler nicht von hier starten, sondern nur vom Datenraum aus. Das muss zu den Sicherheitseinrichtungen des Schiffes gehören. Okay, gehen wir. Okay, und dann habe ich mir gedacht, okay, entweder hat irgendeine Katze nachts heimlich Brot gegessen oder wir haben irgendwie Ratten oder Mäuse oder Riesenkakerlaken im Haus oder so, ne? Und das wollte ich halt eben rausfinden, weil ich töte den lieber mal. Ich habe Angst, dass der wichtigen Loot wieder hat. Ja. Naja, genau. Dann habe ich eben so um das komische Loch im Brot rum habe ich so großzügig rausgeschnitten und habe 3 so kleine Brotrindenklumpen mitgenommen und habe den ersten Brotrindenklumpen so meiner Katze hingelegt, der Zelda. Und die hat dann so dran gerochen und war sehr gelangweilt und desinteressiert. Dann habe ich dem Linky, unserem älteren Kater, so einen Brotkrumen hingelegt. Und der hat so ein bisschen, ne, den angestupst und dann irgendwie von der Treppe runtergeworfen und war ihm relativ egal. Und dann habe ich Gannon, dem jüngsten Kater, so einen Brotkrumen hingelegt. Und dann hat er sich draufgestürzt und hat den verschlungen. Und dann wusste ich schon, was los ist. Der kleine Arsch hat sich nachts... Die wissen, dass die nicht in der Küche auf die Küchenzeile dürfen. Der einzige Ort im ganzen Haus, wo die nicht hin dürfen. Und solange wir, ich sag mal, wach sind, funktioniert das tatsächlich auch. Aber ich sag mal so, sie wissen, dass sie nicht rauf dürfen, wenn wir da sind, ne? Das ist, glaube ich, das, was sie eigentlich befolgen. Der kleine Arsch hat sich nachts heimlich darauf geschlichen und hat Brot gegessen. Warum isst der überhaupt Brot? Ah, gut, okay. Warum ist die Katze Brot? Naja. Naja. Cool Story, Bro. Und so. Okay, wir haben hier Feuer. Aber das macht nichts, weil ich habe irgendwann mal vor sehr langer Zeit einen Feuerlöscher aufgehoben. Unnutzbar? Gut, der Feuerlöscher hat alle Flammen gelöscht. Jetzt können wir in den Datenraum gehen, um den Sprinkler zu aktivieren. Wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, ne, das ist echt witzig, dadurch, dass wir beim ersten Mal so lange nicht weitergekommen sind, habe ich das Spiel quasi versehentlich schon fast durchgespielt. Damit werden die Sprinkler aktiv. Laut diesem Computer gibt es ein Notsystem für Feuer, das vom Kontrollraum aus gestartet werden kann. Wir sollten dorthin gehen, um sehen, ob wir starten können. Ey, was ist denn das für eine Sicherheitsmaßnahme von dem Schiff? Wie unsicher ist denn das Schiff hier? Hat das Umbrella gebaut? Das hat, glaube ich, wirklich Umbrella. Nee, ich weiß nicht, ob das Schiff Umbrella gebaut hat. Aber es wäre so typisch, ne? Es brennt auf dem Schiff und damit man die Sprinkleranlage anmachen muss, muss man erst in den Computerkontrollraum im 4. Stock und dann muss man, während es brennt, den Aufzug nutzen, runter in den Maschinenraum. Da muss man eine Diskette einfügen und dann muss man wieder hoch in den Computerraum.
Das wäre typisch Umbrella. Es ist ein Notfall, ne? Feuer, Menschen sterben, aber erstmal irgendwie 15 Stockwerke mit irgendwelchen Sicherheitskarten rumlaufen. Und die Passwörter sind dann 1234 oder Umbrella, Umbrella. An den streng vertraulichen Datendingern. So kennen wir das. Ich habe heute zwei neue Sorten. Holy, zwei sehr, sehr leckere neue Sorten. Ohne Witz, die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ich habe die sogar hier. Heute mal ganz professionell habe ich mich vorbereitet. Ich habe hier nämlich Holy Cranberry. Spiegelt ein bisschen, aber man sieht schon. Und Holy Birne. Neue Geschmacksrichtungen aus ihrem Hydration-Sortiment. Und ich finde die beide wirklich sehr, sehr lecker. Ne, ganz ehrlich, Werbung hin oder her, ganz klar finde ich Erdbeer-Kiwi, wenn es um deren Hydration-Drinks geht, immer noch mit Abstand am besten. Der ist göttlich, aber ich glaube, danach kommt tatsächlich Cranberry, der neue Geschmack Cranberry. Den kann ich wirklich empfehlen. Birne auch gut, aber Cranberry, ja, das ist meins. Also, sehr gut. Und, ja, kann ich euch wirklich empfehlen. Ihr wisst Bescheid, ne? Wenn ihr bestellen wollt, LSBR für 5 Euro, LSBR 10 für 10% Rabatt. Und dann geht's los. Rein damit. Was haben die für einen Kohlehydratanteil? Ich habe keine Ahnung, sage ich dir ganz ehrlich. Kohlehydrate pro 100 Milliliter 0,7. Ja. Ich kann leider nur was mit Energy anfangen. Ja, die sind auch gut. Das kann ich auch verstehen. Ich bin ja eher am liebsten, wenn es um Holy geht, der Eistee-Mensch. Aber die Hydration-Dinger finde ich genauso lecker. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir wieder hoch oder wie, wo wir vorher schon waren oder was? Nee. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Aha, hier hin. Okay, oh, wie gehen wir denn da jetzt am besten? Ah, da, wo wir ganz am Anfang wegen Leon hin mussten, ne? Da gehen wir am besten zu den 4 Aufzügen. Und dafür fahren wir am besten in den 2. Stock mit den Aufzügen hier. Hi, Holy Cow, wo wir gerade bei Holy sind, ne? Hallo. Ich hätte Leon vielleicht heilen sollen. Nee, aber der überlebt das schon. Oder ein Treffer stecken wir ein von dem grünen Brecheisenfischer-Haken-Hausmeister-Zombie. Aber wirklich nur ein Leon. Jetzt bitte nicht mehr getroffen werden. Gut, dankeschön. Finch, vielen, vielen Dank nochmal für die 28 wunderschöne Einzelbits, die jetzt das Glas wieder auffüllen. Danke sehr. Ich mag das immer total gerne, wenn sowas passiert. Okay. Wir sind jetzt im 2. Stock, genau. Dann gehe ich jetzt über. Ja, okay, alles gut. Let's go. Wir spielen das Spiel in 0,nix durch. Ich bin fest davon überzeugt. Es ist tatsächlich noch ein Stückchen. Aber wir haben wirklich schon beim letzten Mal versehentlich den Großteil des Schiffes hier abgeschlossen. Hä? Oh, hat da jemand nachträglich nochmal Heilkraut in den Rettungsring gestopft? Da bin ich 100-mal vorbeigelaufen, da war nichts drin. Das ist nett, dass sie nicht nur neue Gegner platzieren, sondern auch neue Heil-Items, ne? Schön. Dankeschön. Danke, Capcom. Oh! Oh Gott, kommen jetzt irgendwie alle... Oh ja, okay. Leon, ich hätte dich heilen sollen. Warte. Oh, was ist los? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe versehentlich irgendwas gemacht. Ich glaube, ich habe versehentlich auf Fliehen gedrückt oder so. Ich wollte das nicht. Das hätte uns beinahe den Kopf gekostet.
und hat uns einiges an Lebensenergie gekostet. Jetzt komm her. Grüner Kerl. Ja, genau. Und die Geschichte mit der Katze und dem Brot ist das actionreicheste, was mir die Woche so passiert ist. Mehr habe ich gar nicht zu erzählen im Grunde. Aber ist auch schön. Ist auch ein Luxus, dass man das von sich sagen kann. Das Aufregendste war, dass meine Katze Brot gegessen hat. oh Gott. Schön. Okay, let's go. Und eure Katzen so? Was haben die so gegessen? Auch Brot oder? Könnt ihr das überbieten? Aha, die haben hier. Ich finde es aber interessant, dass die hier einen Standardgegner hingestellt haben. Ne? Keine krassen. Katzenfutter. Ja, auch nicht schlecht. Ich finde, da ist meine Brotgeschichte ein Ticken interessanter. Aber nur so ein bisschen. Spielt in der gleichen Liga. Ich glaube, man hätte dabei gewesen sein müssen bei meiner Brotstory. Dann wäre es lustiger gewesen. Das kann man so schlecht nacherzählen. Ey, das Knuddel. Vielen, vielen Dank. Ich hab's nicht verstanden, die Musik war zu laut. Wartet, ich lese es gleich nochmal. Dankeschön auf jeden Fall schon mal für die 100 Bits. Ich habe zwei Kinder, die reichen mir, da brauche ich keine Katzen. Ja, das stimmt. Das glaube ich dir. Brokkoli-Cremesuppe, Pommes und viel fressen meine Kater. Aber hoffentlich Brokkoli-Cremesuppe nicht mit Knoblauch und Zwiebeln, ne? Das ist gar nicht gut für die Katzen. Kommt der jetzt noch oder ist der kaputt? Bitte sei nicht kaputt, ich habe keine Fernwaffen. Lass es regnen, genau. Oh, jetzt ist er da. Oh Gott, ich dachte, der kommt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich muss die Alerts ein bisschen lauter machen, grundsätzlich. Ne? Die versteht man schlecht. Mache ich bis morgen. Morgen ist ja dann Bonus-Stream und da spielen wir, da freue ich mich schon drauf, den vielleicht unverschämtesten und schlechtesten Resident Evil Klon aller Zeiten, den man auf Steam kaufen kann. Und Eternal Darkness. Eternal Darkness ist super. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann freut euch da schon mal drauf. Und wenn ihr es kennt, dann freut euch auch drauf. Das wird großartig. Eternal Darkness liebe ich wirklich sehr. Wir warten. Was geht hier vor? Warte, was geht hier vor sich? Mit wem spricht Barry? Wenn wir genau hinhören, können wir verstehen, was er sagt. Und? Wie lautet deine Antwort? Muss ich dich erst daran erinnern, dass ich Lucia habe? Du hast doch keine andere Wahl, oder? Der Punkt geht an dich. Also, alles nach Plan, aber komm nicht auf Ideen. Wir sehen jeden Schritt, den du machst. Du wirst mir wohl vertrauen müssen, over and out. Mit wem und alles in der Welt hat er gesprochen? Er klang fast, als würde er uns an Umbrella verkaufen wollen. Aber er ist doch dein Partner. Ja, ich schätze, ich sollte ihm vorerst noch vertrauen. Ich werde ihn einfach fragen, wenn ich ihn finde. Weißt du, wo diese Bar ist, von der er gesprochen hat? Sind wir da nicht gerade durchgelaufen? Ich glaube, es ist die Piano-Bar im zweiten Stock. Okay, lass uns dorthin gehen und Barry suchen. Ja, wir machen heute ein bisschen länger dafür, klar. Dass es halt später losging. Nee, da sind wir tatsächlich nicht durchgelaufen. Das war nicht das, was ich meinte. Oh, wie uns das Spiel hier einfach wirklich, ne, auf so eine Schnitzeljagd schickt. Das ist ja unangenehm. Jetzt müssen wir wieder den gleichen Weg im Grunde. Ja, macht ja nichts. Let's go. Ich bin top motiviert. Wir jagen das Spiel heute durch.
Ne? Habe ich lange geübt, meine Stimme so zu verstellen. Ich bin professioneller Beatbox-Synchronsprecher nebenher. Deswegen. Okay, ich dachte, das hier ist die Piano-Bar. Aber fairerweise, ich sehe hier kein Piano, ne? Es ist eine Bar, aber ohne Piano. Das Schiff hat halt die Piano-Bar und die Nicht-Piano-Bar. Das ist der Unterschied. So, ich muss, genau, wir sind richtig. Die manchmal, die Passage von der Musik, die gerade nicht zu hören ist, weil die Zombies so laut stöhnen, die erinnert mich ein bisschen an, oh, wie hieß es gleich nochmal? Oh, ich werde von einem Zombie gefressen. Ich sollte was dagegen tun. Oh, wie hieß denn das Spiel gleich nochmal? Ein Gameboy-Spiel. Ein Gameboy-Spiel, bei dem man so ein Schloss stürmt als mittelalterlicher Ritter. Und gleich am Anfang im Burggraben kommt so eine Seeschlange, die mich als Kind schon immer komplett gekillt hat. Ich habe ewig gebraucht, bis ich mal an dem ersten Bildschirm vorbeigekommen bin. Nicht Ghouls and Goblins oder so, das war irgendwas mit Castle. Ah, oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Vergessen wir es. Ich komme nicht mehr drauf. Ist ewig her. Ich musste an Ghosts and Goblins denken. Ja. Aber nee. Nee. Sieht aus, als hättest du uns mit dem Sprinkler etwas Zeit verschafft. Vergiss es. Sag mir nur, was hier eigentlich geschieht. Na? Sag es mir. Was geht hier vor sich? Gib mir das Männchen. Was? Bist du verrückt geworden? Du hast mich gehört. Was ich gesagt habe. Lucia, komm hier rüber. Lucia! Mach dir keine Sorgen. Hallo? Mach dir keine Sorgen. Mir passiert nichts. Ich kann das... Ich kann das nicht zulassen. Aber du hast im Moment keine andere Wahl. Barry, schon wieder ein Verräter. Auch nicht Castlevania. Da habe ich natürlich auch wie Castlevania klingt es ein bisschen, aber das meine ich nicht. Leon folgt Barry und Lucia aufs U-Boot oder sowas. Ich habe es nicht gelesen. Eine Seilleiter zu dem geheimnisvollen U-Boot hinabzusteigen. Das U-Boot trägt das Logo der Umbrella Corporation. Irgendwie muss ich da reinkommen. Ich kann sie nicht einfach so gehen lassen. Plötzlich tauchen bewaffnete Wachen auf dem Deck des U-Boots auf. Hau ab! Wir warnen dich nur einmal. Komm nicht näher. Was wollt ihr denn tun? Mich erschießen? Feuer! Wow, das ist Action. Das ist großes Kino hier. Ich kann gar nicht... Gut, dass das Spiel das so lange gezeigt hat, damit man die ganze Awesomeness so richtig aufnehmen kann. Ich kann es nicht fassen, dass sie geschossen haben. Und nun sind sie weg. Eine zweite Explosion erschüttert die Starlight. Das sieht gar nicht gut aus. Das kam wohl aus dem Maschinenraum. Noch so eine Explosion und das Schiff geht unter. Ob es jetzt wohl zu spät ist, noch schwimmen zu lernen? Kann Leon wirklich nicht schwimmen? Oder war das ein Scherz? An alle Agenten! Kann mich jemand hören? Over! Ich wiederhole, hört mich da draußen jemand? Over! Hier spricht Leon! Höre klar und deutlich! Gut, deine Stimme zu hören, Leon. Leider, warte, habe ich da nicht auch was Gutes? Leider haben wir ein paar schlechte Neuigkeiten. Die Sensoren zeigen einen massiven Stromanstieg am Maschinenraum an. Nach den Daten könnte der jeden Moment explodieren. Es ist heute wirklich nicht mein Tag. Ich versuche, die Ursachen im Maschinenraum zu finden. Viel Glück, Leon. Leon hat da schon die coolen One-Liner gedroppt, ne? Muss man schon sagen. So, ich guck jetzt kurz. Lass mich hier mal kurz pausieren. Weil ich will jetzt, das geht mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ich suche jetzt mal schnell Game Boy
Castle, Spiele mit Castle. Ihr habt ein paar Vorschläge reingeschrieben, aber ich glaube, das war's nicht. Castlevania, Crazy Castle, ist Bugs Bunny ist Crazy Castle, oder? Ja, nee. Ich dachte, das heißt irgendwas Black Castle. Wartet mal. Okay, here we have Black. Nee, Black Castle ist es auch nicht. Ich bräuchte eine Wikipedia-Liste mit allen Spielen, die Castle heißen. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher. Warte, es hieß nicht Castle. Es hieß irgendwas mit Fortress, glaube ich. Fortress of Fear. Ja, das ist es. Okay, das muss ich euch zeigen. Das sah irgendwie echt ganz gut aus sogar, finde ich persönlich zumindest. Aber es war höllenschwer. Wartet, ich zeige es euch gleich. Wo wir schon beim Gameboy sind, ne? Fortress of Fear. Longplay. So, hier habe ich was von Rick C. Wartet. Ah, ist jetzt eh schon. Ich bin blöd. Okay. Schon allein die erste Passage war für mich als Kind unmöglich zu schaffen. Komm, start das Spiel jetzt mal. Ich will nicht zu weit vorspulen. Wow. Ich kenne diesen Geheimtrick nicht, den der da macht. Holy shit. Okay, das meinte ich nicht. Das war eine geheime Passage, die kenne ich überhaupt nicht. Ja, da kommen Erinnerungen wieder. Kennst du Gamebox Mystic Quest? Nee, das sagt mir nichts. Daran kannst du dich auch noch erinnern, das Knuddel. Ja. Ich mochte das Spiel echt gerne, ne? Das war crazy. Aber ich glaube, ich habe es irgendwie in meinem ganzen Leben 2-3 Mal hinter die Burgmauer geschafft, die gleich kommt. Und dann bin ich gestorben, weil dann irgendwelche Skelette kommen oder so. Aber ich habe da in Erinnerung, dass eine Seeschlange kommt bei der Burgbrücke gerade. Ich frage mich, ob... Aber an die Passage, ich kann mich schon dran erinnern. Na, vielleicht habe ich es mit den Schlangen verwechselt. Es kann sein. Ist lange her und so weiter. Oh, so mies. Man kann da stehen bleiben. Oh Gott. Tja, wer auch immer das spielt, der kennt die miesen Tricks von dem Spiel, ne? Nicht schlecht. Ich will mal kurz ein bisschen nach vorn spulen, weil ich sehen will, ob ich es vielleicht jemals... Wie weit ich es jemals geschafft habe. Dass man da oben an der Burgmauer läuft, kann ich mich noch erinnern, auf jeden Fall. Ja, ich kann mich auch an den Boss erinnern. Definitiv. Okay, soweit habe ich es tatsächlich mal geschafft anscheinend. Auch die Spinnen kenne ich tatsächlich noch. Genau, hier kriegt man irgendwie die Supersprungstiefel oder so. Wow, ich bin damals weitergekommen, als ich dachte. Okay, das kommt mir nicht mehr bekannt vor. Nee, okay. Naja, war ein cooles Spiel, aber sauschwer. Aber wirklich sauschwer. Aber wir haben ein anderes cooles Spiel, das dafür vielleicht nicht so cool, aber dafür auch nicht so schwer ist. Oh Gott, stellt euch vor, Resident Evil Gaiden wäre... Oh Gott, ich hätte überhaupt keinen Bock auf ein echt schweres, schlechtes Spiel. Überhaupt nicht. Das wäre für mich das Schlimmste, wenn in dieser ich spiele alle Resident Evil Spiele Reihe irgendwie ein sehr, sehr schweres, sehr, sehr schlechtes Spiel wäre. Das wäre für mich der Worst Case. Oh mein Gott, würde ich alles hassen daran. Da würde ich einfach durchcheaten. Ohne Scheiß. Da würden wir uns einfach durchcheaten. Ich auch nicht. Ich bin auch nie in diese Passage mit den schwebenden Äxten gekommen, die wir da gerade gesehen haben.
Oh, Leon, wenn wir mal wieder Munition finden würden, das wäre echt nice, weil schon langsam geht mir auch die Heilung ein bisschen aus. Ne? Im Nahkampf kriegt man halt doch immer wieder Treffer ab. Kann man nicht vermeiden. Okay, komm her, komischer, hässlicher Zombie-Kerl. Ich hätte gern Reichweite-Upgrade für einen Laser. Schon ein Schwert oder so. Ja, yeah, das waren ein paar gute Volltreffer. Scrimfire hat ein Ranking-Video zu allen Resident Evil-Teilen gemacht. Oh, tatsächlich plane ich das auch. Aber erst, wenn wir wirklich alle hier durchgespielt haben. Gerade, ich bin ja gerade noch dabei. Oh Gott, wartet mal. Der hat zu viel Reichweite, der kann von da angreifen. Der kommt nicht näher, ich muss weg hier. Ah, der kommt näher, shit. Dann hätte ich doch kämpfen können. Wir sterben. Wir sterben hier, weil ich es nicht hinkriege. Oh, damn it. Macht nix. Wir haben gerade gespeichert. Alles gut. Ja, wirklich, gerade hier. Das ist nett. Hey, das Spiel hat auch für so ein Game Boy Color Spiel echt auch nette Autosave-Punkte. Kann man nichts sagen. Doch, doch. Ich führe insgeheim schon meine Liste für mein Ranking quasi, ne? Oh, ich habe mich verdrückt. Ich muss an dem vorbeikommen. Ich mache mir schon meine Notizen für das Ranking aller Resident Evil Spiele. Na komm. Oder geh weg. Komm her oder geh weg. Da ist Loot drin. Oh, ist das gemein. Okay. Gut. Schrotflintenmunition können wir jetzt echt gerade gut brauchen. Weil dann... Ach was! Ich wollte gerade sagen, weil dann können wir in den Kampf gehen. Und jetzt lässt uns einfach vorbeilaufen. Dankeschön. Aber ich bin ja direkt... Also ich wollte in den reinlaufen. Okay. Schauen wir mal, ob wir an dem auch vorbeikommen. Nee. Anscheinend geht oben rum sehr viel leichter als unten rum. Ich schätze die Sprites, ne? Die funktionieren im Grunde einfach... Oh Gott, der bringt mich um. Oh Gott, die sind so hardcore. Ich schätze die Sprites... Also ich darf mir das nicht in 3D vorstellen. Wenn der Kopf von dem meine Beine berührt, zählt das als Angriff. Irgendwie so. Keine Ahnung. Die sind echt hart. Oh Gott, jetzt sind hier überall harte Gegner. Okay, wir müssen jetzt hier durch. Im Grunde bis ganz nach hinten, bis zu der Treppe und dann die Treppe nach unten. Okay. Schauen wir mal, dass wir da durchkommen, einigermaßen unbeschadet. Naja, hilft nichts, aber für die normalen Zombies hier nehme ich wieder mein Standardmesser. Die letzten 3 Pumpgun-Schuss heben wir uns für den Notfall auf. Let's go! Tipp, 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 tipp. Ja. Ich fänd's cool. Ich würde ein Resident Evil Gaiden Remake sofort nehmen. Fände ich total toll. Hätte ich voll Bock drauf, fände ich lustig. Aber das wird wirklich nie passieren. Das wird wirklich nie passieren. Mittlerweile halte ich wirklich fast alles für realistisch. Ich habe ja schon immer gesagt, ne? Ich glaube, Capcom wird einfach alles remaken und wenn die durch sind, fangen die wieder von vorne an, ne? Aber das bezieht sich wirklich nur auf die Hauptreihe. Ich glaube es eher noch bei Outbreak oder so. Aber ich glaube, Gaiden, da werden wir kein Remake sehen. Und wenn die noch so, wenn die schon 4-mal alles geremaked haben, werden die immer noch kein Gaiden-Remake machen. Aber ich fände es total super. Ich fände es super lustig und total cool. Aber man muss ja auch sagen, ne, dass im Grunde alle Elemente aus Gaiden so ziemlich in späteren Spielen aufgegriffen wurden. Leon, der Spoiler-Alarm, Achtung, Spoiler jetzt für Gaiden, ne? Aber Leon, der mit was infiziert wird und damit dann noch zu kämpfen hat so ein bisschen
um Barry, der auf ein kleines Mädchen aufpasst und der Schauplatz seines großen Kreuzfahrtschiffs und so weiter. Das sind ja alles Aspekte, die wir in anderen Teilen schon gesehen haben. Na komm. Wie immer wieder zwischen den Zombie-Stühlen so einzelne Noten gespielt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Spiel ist einfach das beste Spiel ever. Wir müssen leider ausgerechnet darunter, wo der steht. Na dann komm her. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, was der Unterschied ist, ob ich mich mit dem Messer von denen beißen lasse oder ob ich sie in den Kampf verwickel. Ich habe das Gefühl, es geht immer gleich los, der Kampf. Aber macht ja nichts. Also wenn Capcom irgendwann Resident Evil Gaiden Remake ankündigt, dann fresse ich nicht nur am Besen, sondern ich applaudiere Capcom. Weil das wäre richtig crazy. Das wäre richtig witzig. Das würde ich hart feiern. Okay, ich bin hier, wo ich hin soll, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir genau machen sollen. Aber wir haben ja unser PAD dafür, ne? Finde den Maschinenraum und suche nach der Quelle für den Stromanstieg. Aha, Stromanstieg. Schade. Ich dachte, der hätte Loot für mich dabei gehabt. Dabei hat er nur überlebt. Muss ich noch mal ein Stockwerk runter? Genau. Okay, Leon, komm, wir kommen an dem vorbei. Komm, lauf! Oh Gott, Leon. Das war so knapp. Ich bin absolut kein Fan davon, dass die hier überall so krasse neue Gegner hingestellt haben. Und jetzt soll ich auch noch speichern, das heißt nichts Gutes. Oh oh, der Maschinenraum zerstört die BOW, die Benzinpumpe. Also die BOW zerstört die Benzinpumpe des Schiffes weiter, um eine Explosion zu verursachen und so alle Hinweise auf sich selbst zu vernichten. Hey, Großer, das reicht jetzt. Ich will nicht hochgehen. Und wenn hier jemand hochgeht, dann bist du es. Ich blas dich einfach in diese Dampfröhren. Hä? Let's go. Bosskampf. Okay, Leon. Ich komm nicht ins Menü. Nehmen wir die Schrotflinte. Okay, Leon. Heilung. Ey, ich hab mich frisch geheilt, du Arsch. Was soll denn das? Okay, Leon, deine Spezialität. Es ist Messerzeit. Und dann Roundhouse Kick. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal wieder näher kommen, ne? Ach, come on. Krauser wäre stolz auf uns. Nein, oh, ich war nicht schnell genug im Menü. Oh, Gott, ich hasse es. Oh Gott, ich wollte uns noch heilen und in dem Moment werden wir niedergepuncht. BOW Point. Dann waren wir Staub. Oh, wir haben eine neue Kampfmusik, eine andere als vorher. Immerhin. Das soll nochmal wer sagen, das Spiel ist monoton. Das waren gerade ein paar gute Pumpgun-Volltreffer, ey. Come on. Das hilft uns doch wohl. Okay, komm her. Das ist die gehypte Kampfmusik. Bei der Musik lassen wir uns nicht so einfach besiegen.
Leon S. Kennedy ist dein Role Model. Es gibt schlimmere. Es gibt schlimmere Role Model. Ist okay. Ein bisschen zweidimensional für ein Role Model, oder? Ich möchte auch Roundhouse kicken und nur in One-Liner kommunizieren. Come on, komm jetzt, lass dich von mir mit dem Messer töten, komischer Bauch-Vagina-Tyrant, ich weiß es nicht. Der macht uns so viel Schaden, obwohl wir die beste Panzerung im Spiel anhaben. Und er stirbt einfach nicht. Wisst ihr noch, als ich gerade gesagt habe, wie schlimm es wäre, wenn es ein echt schlechtes und echt schweres Resident Evil geben würde? Dass ich hier spielen müsste? Wie ich das echt nicht lustig fände? Ja. Oh mein Gott, Doppelpunch. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt doppelpuncht er uns einfach noch. Ich habe keine Heilung mehr, ne? Sag mal, ist hier irgendwas anderes, das ich noch angreifen kann? Nee. Um Gottes Willen. Ich kann jetzt nichts machen, außer so gut wie möglich noch in der Mitte mit dem Messer. Wie viel der wegtankt. Beim nächsten Treffer sind wir wahrscheinlich tot. Damn it. Okay, wir haben irgendwie ein Problem. Sieht aus wie ein Supermutant, ein bisschen, ja. Jetzt stellt euch mal dieses Szenario vor. Im nächsten Capcom Showcase werden unter anderem verschiedene Capcom-Titel gezeigt, darunter Resident Evil 9. Bisher alles relativ realistisch, ja. Ende des Jahres, Mitte bis Ende des Jahres, so sagen Leaker wie das Golem und sowas. Und ganz am Ende Capcom-Bombe platzen, indem sie einen kurzen Teaser-Trailer zeigen, wo man Leon S. Kennedy und Elsa Walker... Ah. Das wäre ein cooler Insider. Den würden aber auch nur wirklich Hardcore-Resident-Evil-Fans verstehen, ne? Aber das wäre natürlich lustig, ja, definitiv. Wenn Elsa Walker wieder zurückkommen würde, fände ich schon sehr lustig. Okay, Leon, ich weiß jetzt nicht genau, was wir machen. Ich habe eine Idee. Ich versuche wegzulaufen. Vielleicht ist das die Lösung hier gerade. Ich weiß es nicht. Nee, geht nicht. Ah, die letzten Schuss noch schnell verschossen, ne? Nicht gut. Ja, einen Kampf kann ich jetzt schon vergessen. Aber ich mache ihn trotzdem. Let's go, Leon! Mit der Macht des Messers! Ich würde ja sagen, dass wir mehr erkunden und Munition suchen, aber erfahrungsgemäß verbrauchen wir dabei viel mehr, als wir kriegen. Außerdem habe ich das Schiff schon ziemlich gut gelootet, ne? Und ich weiß nicht, ob die das wieder aufgefüllt haben für uns. Zevi Leader. Es ist wirklich... Ja, der hält wirklich, ne? Wir haben ja schon ein paar Mal gegen den gekämpft, da war aber meistens nach ein paar Schrotflintenschüssen weg. Deswegen... finde ich das gerade sehr uncool, dass der jetzt hier unsterblich ist.
Niemand kann sich so lang gegen Leons Messerkünste zur Wehr setzen. Ich finde aber auch, er guckt, er sieht ein bisschen aus wie Popeye, finde ich. Wie er da so grantig guckt mit dem Mund. Das ist schon ein lustiger Comic-Gesichtsausdruck, den er da hat. Also wenn er nah rankommt, sieht er schon sehr lustig aus. Komm, ein Treffer, tankst du bitte noch Leon, okay? Und dann heilen wir uns. Nein, er hat keinen mehr getankt. Oh, was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ist hier zufällig noch irgendwo Munition versteckt, ohne dass ich kämpfen muss? Der Steinball ist aus der unendlichen Geschichte. Ja, das kommt hin. Halt, da ist was. Okay. Ein bisschen mehr Pistolenmunition. Ein bisschen mehr Pistolenmunition. Ich befürchte, die wird uns nicht rausreißen. Oh mein Gott, ich habe uns voll in die Patsche gesteuert hier. Okay. Vielleicht ist es genau die bisschen Pistolenmunition, die wir brauchen, ne? Vielleicht. Da mich das Spiel nicht mehr fragt, ob ich hier speichern will, speichere ich hier mal schnell. Wie geht das gleich nochmal? Shift F1, okay. Okay, los geht's. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Treffen müssen wir auf jeden Fall trotzdem. Ich meine, die Pistole ist mächtiger als das Schwert, ne? Das kann man definitiv sagen. Aber ob das jetzt den Unterschied macht, die 5 Schuss da, werden wir rausfinden. Okay, das war's. Messerzeit. Messer. Ich finde, der Soundeffekt sagt ein bisschen Messer, wenn man trifft. Vom Klang her. Messer. Messer. Achtung, wenn wir ihn treffen wieder. Genau hinhören. Ganz klar Messer. Komm. Sag. Könnte auch Essen sein, aber irgendwie sowas. Ach Gott, ey. Oh, Granatenwerfer. Ja, da hast du recht, ne? Den haben wir nie gefunden. Das wäre tatsächlich eine Idee, dass wir uns den noch suchen. Nein, ich habe es nicht mehr geschafft. Ah! Okay, willst du Tipp? Tipps, Granatenwerfer. In der Bibliothek im 3. Stock. Gaswerfer in einem Maschinenraum über dem Sonnendeck. Raketenwerfer im 2. Maschinenraum oben rechts. Wir sind im Maschinenraum. Hey, wisst ihr was? Aber da hast du absolut recht. Du hast absolut recht, das Knuddel. Ich suche mir schnell die Waffenfundorte für Gaiden raus und dann machen wir das. Dann holen wir uns ein bisschen ein stärkeres Waffenrepertoire. Das ist offensichtlich hier notwendig. Das wäre noch so, bevor ich zu Cheats greife, machen wir noch das. Ja, okay. Moment. Gaiden. Weapons. Ich muss ja eigentlich nur wissen, wo die sind. Achso, nee, nicht Ninja Gaiden. Ich sollte Resident Evil dazu schreiben. Ist wahrscheinlich eher eine skurrile Suchanfrage, ne? Muss man schon zugeben.
Rocketto Launcher. Granatenwerfer. Wir waren da überall schon. Habe ich die einfach echt übersehen, oder? Okay. Jetzt wartet mal kurz. Den Rocket Launcher finden wir im Special Storage Room. Starlight, erster Stock. Oh, ich muss erstmal wieder da reinklicken, ne? Hier, in dem Raum. In dem waren wir tatsächlich schon. Komisch. Dann. Okay. Den Grenade Launcher finden wir wirklich ganz hier in der Nähe. Ah ja, da muss ich drüben nochmal hingehen. Habe ich einfach echt übersehen. Das ärgert mich richtig. Und den Gas Launcher finden wir im vierten Stock oben. Ganz hinten. Auch da war ich schon, ne? War ich überall schon. Wir müssen uns jetzt nicht alle holen, aber jetzt holen wir uns mal den... Was kriege ich hier? Genau, den Grenade Launcher. Da muss ich leider... Es ist nicht ganz so nah, wie ich dachte. Ich muss leider noch mal oben rum durch den Gang laufen, aber ist schon okay. Machen wir. Los geht's, Leon. Wir schaffen das, Leon. Ich glaube an dich. Wartet mal. Ich muss mir den Chat wieder aufmachen. Sonst sehe ich euch nicht mehr. Wo ist der Chat? Wo habe ich den Chat hingemacht? Nein, da ist der Chat. Hallo. Da seid ihr wieder. Hol die alle wegen Munitionsmenge. Ich schau mal, ob es notwendig ist. Jetzt holen wir mal ein und dann vielleicht gucke ich mal, wie nah ich an den anderen dran bin und so weiter. Ne? Schauen wir mal. Okay, ich muss irgendwie an den beiden da vorbei. Die sind nur grün, die schafft Leon, aber es müsste, es wäre besser, wenn nicht. Na komm. 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 Warum macht er denn nichts? Na super. Genau das wollte ich vermeiden. Halt, stopp, Leon, wir schießen nicht mit der Schrotflinte auf normale Zombies. Auch nicht, wenn's Fleischerhaken-Zombies sind oder Fischerhaken. Es sind letztendlich doch nur die Grünen, ne? Die schaffen wir ohne. Wenn die jetzt lila wären oder so. Okay. Immerhin sind die weg, ne? Die spawnen, glaube ich, auch nicht mehr. Jetzt müssen wir leider... Oh, warte mal. War da gerade ein grünes Ausrufezeichen? Ach so, das war die Tür. Ah, schade. Ludwiki. Was soll das Brecheisen? Nee, ich glaube, das sind so Fischerhaken, die da haben. So, ich kenn keinen Namen dafür. Ich weiß nicht, wie die wirklich heißen, aber ich kenne sowas von so Schiffern. Fischern mit Haken und so, keine Ahnung. Ah, Leon, was haben wir uns da eingebrockt? Warum habe ich die Waffen übersehen, als wir da schon waren, ey? Ich hätte die schon so früh haben können im Spiel, die Superwaffen. Oder sind die in irgendwelchen Behältern verschlossen, wo ich keinen Schlüssel hatte und vielleicht auch nicht habe oder so. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ach, der mit giftige Super-Zombie-Frau. Und da komme ich nicht vorbei. Nee, vergiss es. Ich habe mich gerade gefreut, weil der erste Angriff ging daneben und dann kommt gleich noch ein zweiter hinterher. Das Spiel ist schon gemein. Aber ich bin auch selber schuld. Was übersehe ich auch hier den tollen Loot? So, jetzt lass mich mal gucken. Angeblich müsste der Granatenwerfer hier drin sein.
Aber wo hätte ich denn den übersehen? Und als ich das erste Mal hier war, waren hier noch keine Gegner, ne? Und jetzt, oh Gott, guckt euch den Scheiß an. Wo soll denn der sein? Inside the crate in the northwest corner of the room. Ah, der, okay. Einige Waffen tauchen erst auf, nachdem wir mit Leon die Kontrolle übernommen haben, was wir jetzt zum Glück getan haben. Aber mit Barry kann man den noch gar nicht finden. Aber jetzt sollten wir ihn eigentlich irgendwie hier finden können. Ja. Ja. Granatenwerfer mit 6 Schuss. Okay, das erhöht unsere Chancen schon mal. Gut. Gut. Dankeschön. Du wunderschönes Wiki, du. Gucken wir nochmal den Gaslauncher. Müssen wir im 4. Stock... Den Raketenwerfer im R. Okay, Moment. Vielleicht holen wir uns noch den Raketenwerfer und ich lasse den Gas-Launcher mal. Ich weiß es noch nicht. Jetzt gehen wir hier wieder in die Lobby. Ich müsste wieder zu den beiden Aufzügen da hinten. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Der einzige sogar. Und dann mit den Aufzügen runterfahren. Ja, komm, holen wir uns den Raketenwerfer auch noch. Moment, ich lese mal, ob wir den schon kriegen können. Genau, nachdem man Leon... Ja, okay, gut. Ja, dann ärgere ich mich jetzt ein bisschen weniger darüber, dass wir die nicht gefunden haben, weil die gab es halt einfach noch nicht, ne? Die gibt es halt einfach jetzt erst. Da kann man nichts machen. Da können wir auch nichts dafür. Okay. Hab keinen Plan bei diesem Plan. Es geht, ehrlich gesagt. Ich finde, mit der Map lässt sich arbeiten. Ich kann erstaunlich gut damit umgehen. Ich habe schon Horror, Survival-Horror-Spiele gespielt mit einer sehr viel schlechteren Map, wo ich mir echt denke, dann lasst es halt einfach. Dann lasst es halt einfach mit der Map. Wenn ihr offensichtlich keinen Bock habt, eine zu machen. Die geht sogar. Ich wollte gerade sagen, waren hier nicht Gegner? Man kann die schon auch wirklich manipulieren, ne? Da kommt schon ein bisschen Resident Evil Feeling auf, muss ich sagen, wenn man die Zombies hier so beeinflusst. Weißt du noch, wo du am Anfang überall Granaten gefunden hast, ne? Das wäre so schön, wenn ich die schon hätte mitnehmen dürfen, ne? Aber man darf die erst mitnehmen, wenn man die Waffe hat. Nee, ich habe keine Ahnung, wo man die findet. Keine Chance. Ah, hier waren wir auch erst vor kurzem, ne? Ah. Ärgerlich, ärgerlich. Aber zum Glück haben wir schon viele Zombies auch einfach aufgeräumt. Ich glaube, hier in dem Raum sind wir richtig. Genau, irgendwo hier müsste der sein. Wahrscheinlich da hinten im Eck, wo der eine steht da, oder? Der wird wahrscheinlich streng bewacht, der Raketenwerfer. Ah, da würde ich jetzt tatsächlich leider mal schnell zur Schrotflinte greifen. Und kurz speichern. Okay, komm. Den Rest machen wir mit dem Messer. Der ist so gut wie tot. Nein, hab nicht so viel Reichweite. Komm jetzt gefälligst näher. Mit deinem blöden Fischerhaken. Der kommt nicht näher. Wetten und jetzt nehme ich... Ja, genau. Du Arschloch.
Oh, hätte ich einfach nochmal mit der Schrotflinte geschossen. Aber hey, Raketenwerfer. Stimmt. Immerhin. Ich glaube, ich weiß tatsächlich einen Raum, wo wir Munition für irgendwas kriegen, was ich noch nicht habe. Aber wenn die das auch mit neuen Gegnern wieder bestückt haben, dann lohnt es sich eigentlich kaum, da vorbeizulaufen deswegen. Ich könnte einfach mal auf gut Glück in die Räume hier schauen, die beiden. Einfach mal, keine Ahnung. Oh, nee. Nee, hab schon keinen Bock mehr. Nee, okay, lassen wir es. Überall neue Gegner macht halt keinen Sinn. Da verbrauchen wir mehr Ressourcen, als wir dann... Na? Wir haben jetzt auch nur noch 3 Heilungen. Ich muss wieder zum Boss kommen. Aber komm, mit 4 Raketen und 6 Granaten und dann noch ein bisschen Pistole und Schrotflinte. Muss der doch zu schaffen sein. Bitte, um Himmels Willen. Ja, jetzt schaue ich noch mal kurz, wo wir den Gaswerfer noch herkriegen. So, Raketenwerfer haben wir. Gas Launcher. Da müssten wir... Zeigen wir die Karte. Ah, ja, da sind wir gleich. Den könnte man schon haben, wenn man mit Leon, Lucia und Barry unterwegs ist. Den hätten wir uns tatsächlich schon mal holen können an irgendeiner Stelle im Spiel. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit den Aufzügen einfach bis ganz nach oben fahre, ist der direkt, glaube ich, ja, eigentlich müsste der gleich ums Eck sein. Genau, die Treppe hoch und in den länglichen Raum. Und da haben wir ihn dann. Okay, danke schön, lustiges Wiki. Let's go. Wenn wir jetzt den noch wegkriegen würden. Hey. Gemeinheit, warum war der so schnell? Ich hasse ihn. Oh, danke, Gott sei Dank. Puh, der hat uns nicht gehauen oder gebissen oder sonst irgendwas. Eieiei, warum füllen die Räume, wo es die Waffen gibt, immer mit den heftigen Super-Zombies hier? Das ist wirklich gemein. Oh, und die Konsole hat leider eine ganz andere Form, als es aussieht. Um Gottes Willen. Okay. Ich muss mich erstens leider heilen, was Schlechtes. Und zweitens leider echt eine Waffe in die Hand nehmen. Oh mein Gott, die sind zu dritt! Shit. Es war vielleicht ein Fehler, hier reinzukommen. Ich weiß es nicht. Ach Gott. Ah, ich darf zumindest nochmal von dem Raum hier aus starten. Okay. Gucken wir mal, ob wir es besser hinkriegen. Oh, das ist so blöd. Die Konsole hat so eine schlimme Hitbox. Da kommen wir nicht so einfach durch, ne? Na komm. It's a trap. Oh Gott, wir sind an den beiden zumindest mal vorbeigekommen. Um Gottes Willen, was ist das für ein Höllenraum hier? Ach Gott. Okay. Ein einzelner Treffer und ein ganzer Raum voller Gegner kriegt Schaden. Okay, okay, okay. Hey, ich rüste den mal aus, weil zur Not muss ich den jetzt einfach benutzen, um hier rauszukommen, den Gaswerfer. Keine Ahnung, es hilft nichts. Ach Gott. Die Stühle haben auch so riesen Hitboxen. Aber jetzt komme ich durch. Ja! In super Zeitlupe aus irgendeinem Grund. Um Gottes Willen. Leon, wir haben es geschafft. Wir sind absolut crazy. Wir sind absolut verrückt. Oh Gott. Okay, cool. Und jetzt wieder ans wirklich exakt gegenüberliegende Ende vom Schiff. Also sowohl vom Stockwerk als auch, ne? Oh Gott.
Also, jetzt fahren wir in den zweiten Stock, nochmal an der Reling entlang oder wie das Ding heißt. Einmal hier durch und dann in den Keller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, aber das war cool jetzt alles. Ich bin gehypt. So, du weirde Biowaffe, die viel zu viel aushält. Jetzt kommt der Showdown. Oh, ich bin zu tief gefahren, glaube ich. Oder? Ja, ich bin im ersten Stock, ne? Ja. Ja, ich suche, aber wir werden keine Munition finden. Ich hoffe, das, was wir haben, reicht, ehrlich gesagt. Weil wir haben zwar jetzt mehr Munition, was Gutes, aber wir haben dafür wesentlich weniger Heilung, ne? Ich kann mich jetzt bei weitem nicht mehr so heilen wie beim ersten Versuch. Dafür kann ich mehr reinhauen. Ich hoffe einfach, der Raketenwerfer regelt das. Ich meine, wenn das Spiel so den grundsätzlichen Resident Evil Regeln folgt, dann müsste ein Schuss Raketenwerfer den eigentlich töten. Komm, es sieht doch gut aus. Wir sehen doch gut ausgestattet aus. Nur die Lebensenergie, die macht mir Sorgen. Wir haben 3 Heilungen, hey, immerhin. Aber kaum Lebensenergie, naja. Wahrscheinlich. Ich kann echt nicht sagen, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie stark die Waffen sind. Ich habe schon das Gefühl, dass die Pistole sehr viel stärker ist als das Messer. Aber gleichzeitig habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, ich guck mal kurz in die Räume, dass die Schrotflinte nicht sehr viel mächtiger ist als die Pistole. Keine Ahnung. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie das dann mit den... Warte mal, war da am Waschbecken nicht was? Nee, schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht Munition. An irgendeinem Waschbecken war nämlich Munition. Irgendwas Lächerliches. Raketen im Waschbecken oder irgendwie sowas war da nämlich mal. Nein, come on. Ich bin doch ganz klar an die... Aber der hat sich an mein Bein geklammert, ne? Naja, das war jetzt nochmal ungut. Aber hilft ja nichts. Wir haben immer noch 2 Heilungen und eine volle Energieleiste, wenn wir zu ihm kommen. Stand jetzt, ne? Wer weiß, was da jetzt noch kommt. Irgendwie wäre es schon gut, ne? Ich hätte lieber noch ein bisschen Heilung oder noch mehr Munition, aber mein Gott, kann ich jetzt nicht herzaubern. Mist. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Wenn man die... Oh! Oh, guck mal, Heilkraut. Wenn man die aus dem Spiel rauspatchen würde, dann wäre das gar nicht so schlecht. Dazu gehört eben, dass manchmal Zombies wichtige Key-Items haben, ohne dass man das irgendwie erkennen kann. Das ist halt wirklich ein bisschen ein Problem für das Spiel. Das würde ich definitiv verändern. Und man sollte Munition aufheben dürfen, auch wenn man die Waffe noch nicht hat, ne? Ich glaube wirklich, wenn man die 2 Kernpunkte verändern würde an dem Spiel, wäre das um 100% besser. Und wäre, glaube ich, sogar wirklich ein ganz amüsantes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. 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 Jetzt aber. Oh Gott. Okay. Fangen wir mit was anderem an. Das waren ein paar gute Treffer mit dem Granatenwerfer. Warum ist mit dem Raketenwerfer zielen so unglaublich schwer, ey? Der muss näher herkommen. Ich schieße nicht, wenn der so weit weg ist. Okay. Das war das. Jetzt geht er noch weiter zurück.
Warte mal, ist es das, wie ich ihn besiege? Oh Gott, ich versteh's. Und jetzt habe ich nichts mehr. Ich muss ihn, glaube ich, zurückdrängen, damit er da irgendwie in dieses Rohr geht, ne? Das heißt, wenn er nah an mir dran ist, muss ich mit dem Messer arbeiten, damit ich Munition spare. Und dann muss ich auf Fernwaffen wechseln, damit ich ihn zurückdränge. Ich habe den komplett falsch gespielt im Grunde. Ich muss den... Okay, ja gut, dann bring mich um. Komm, töte mich und dann versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt verstehe ich immerhin, wie der funktioniert. Okay, okay, so schaffen wir den. Ich nehme noch mal ein bisschen Holy Hydration Cranberry. Und jetzt kann es losgehen. Keine Sorge, Leon. Leon 7 wird deinen Tod rächen, Leon 6. Okay, ich verstehe den Arsch, aber dann kommt es mir so vor, als wären die Gaswerfergranaten echt ganz gut, ne? Weil die machen, glaube ich, immer Schaden, egal ob ich treffe oder nicht. Ah, da hätte ich eigentlich... Okay, ich habe einen Plan. Ich fange am besten mit der Pistole an, hol dann die Schubflinte raus und dann der Gaswerfer. Ja, okay, treffen sollte ich. Ah, shit, die Pistole hat nicht genug Power, um den zurückzudrängen. Die kann ich im Grunde komplett vergessen. Das ist ja echt gemein. Den kann man dann unter Umständen echt nicht schaffen, ne? Ja! Wir haben es geschafft! Meine Glückssträhne ist wohl endgültig vorbei. Was, die geht jetzt erst los, Leon? Das Monster hat solchen Schaden angerichtet, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Dass es so endet. Nur schade, dass Barry jetzt nicht hier ist. An Bord des U-Boots. Gut gemacht, Barry. Jetzt bist du noch zu uns gekommen, doch noch. Nun gib uns schon das Mädchen. Tut mir leid, Captain. Die Lage ist anders. Ihre Leute sollen aufhören zu schießen, wenn das Mädchen am Leben bleiben soll. Tun Sie, was ich sage, und wir kommen alle prima klar. Du Hinterhältiger, du hast mich reingelegt. Du hast Umbrella das Mädchen angeboten, damit du an mein U-Boot kommst. Sehr gut, Captain. An Bord eines sinkenden Schiffes ohne Hoffnung auf Rettung habe ich mir überlegt, was Umbrella tun würde, um ihre wertvolle BOW wiederzukriegen. Und hier sind sie nun alle meiner persönliches Unterwassertaxi gekommen. Was ich nur nicht verstehe ist, warum sie das Mädchen wollen. Ich dachte, sie wären hinter diesem Amöbending her. BOW? Amöben? Du wusstest nicht, dass wir die ganze Zeit hinter dem Mädchen her waren? Unsinn, die BOW hat grünes Blut. Lucias Blut ist rot. Natürlich ist ihr Blut rot. Sie ist der Wirt. Die BOW ist ein Parasit. Er ist in ihrem Körper. Was? Noch 10 Tage und die BOW erreicht eine Stufe, auf der sie sich aus dem Mädchen herausfressen kann. Nein, nein! Mach dir keine Sorgen, Lucia. Ich kann den Captain des Schiffes sicher überzeugen, uns seinen Arzt zu überlassen, damit er den Parasiten entfernt. Sei nicht dumm. Niemand weiß, was für Folgen eine vorzeitige Extraktion haben könnte. Hören Sie genau zu, Captain. Sie haben die Wahl. Extraktion oder Exekution. Gut, mein Freund, du hast gewonnen.
Auf der Krankenstation hält Barry den Captain seine Pistole an den Kopf, während der Arzt die Operation an Lucia vorbereitet. Die Operation war erfolgreich. Wir konnten den Parasiten durch den Mund des Mädchens extrahieren. Barry! Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Schau. Das Ding quält dich nicht mehr. Ist es tot? Ich weiß es nicht. Ups, es lebt noch! Plötzlich zerbricht der Parasit das Glas und greift den Captain an. Der Parasit saugt das Leben aus dem Captain und macht ihn so zum Zombie. Okay. That escalated quickly. Der Captain aus Tim und Struppi? Vielleicht. Warte mal, wir haben keine Waffe. Ah, wir haben alle Waffen. Oh, Barry, du stirbst gleich. Oh. Ja, das ging ein bisschen schnell jetzt. Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet, was hier gleich passieren wird. Um Himmels Willen. Also, Schrotflinte ausrüsten, Heilkraut nehmen und jetzt den Captain erschießen. Sag mal, der Captain ist auch ziemlich krass. Oh Gott. Boah, von einem krassen Boss zum nächsten. Oh. Oh, hört sich an, als würde das Ding einfach alles angreifen, was da ist. Wir müssen auf die Brücke, um das U-Boot zu wenden und Leon zu retten. Ich bin direkt hinter dir. Okay. So, das Schiff haben wir somit, glaube ich, geschafft, so ziemlich. Jetzt sind wir im U-Boot-Bereich. Der Captain war krass. Auf der Krankenstation haben die sehr viele Kräuter. Ist eh ganz klar, warum gibt es noch andere Medizin im Resident Evil-Universum, wenn alles mit Kräutern geheilt werden kann, ne? Okay. Wir haben 2 Schuss Pistole. Wir haben jetzt wirklich nichts mehr. Ich hoffe, das Spiel ist darauf vorbereitet, zu wissen, dass wir nichts haben. Und wirft uns jetzt nicht super gemeine Gegner in die Quere. Eine Diamantrüstung. Oh, und noch was. Oh, Granatengewehrmunition. Hey, es war schon eine gute Idee, dass wir alle Waffen nochmal holen, die 3, ne? Damit wir wenigstens ab jetzt auch die Munition nutzen können, die wir finden. Das ist schon gut. Okay, wir sind wieder zurück. So, puh, okay. Sturmgewehrmunition, nice. Ja, wenigstens nimmt das Spiel wirklich Rücksicht drauf, dass wir alles verschossen haben. Ist aber auch voll gemein, ne? Dass direkt nach dem Parasiten-Zombie, der ja wirklich unglaublich viel Munition gefressen hat, direkt der Captain kommt, der nochmal extra stark ist. Jetzt bei weitem nicht so schlimm wie der Parasit, aber wenn man da wirklich komplett ohne irgendwas reingeht, hat man mit Messerleine ohne Heilung theoretisch überhaupt keine Chance. Okay, aber die legen einem hier wirklich netterweise ein bisschen was hin. Sehr gut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt ganz kurz 5 Minuten Pause. Ich bin sofort wieder da. Kurze Pinkelpause. Ich lasse euch die wunderschöne Musik laufen. So, bin schon wieder da. Ich finde es cool, dass wir das Schiff geschafft haben schon. Es ging ja doch ganz flott, trotz Waffen nochmal sammeln, ne? Du kannst froh sein, dass Leon die ganzen Waffen nach seinem Kampf mit der BOW ins Meer geworfen hat. Ja, und dass das zufällig durch die Strömung ins U-Boot reingeflossen ist. Wo Barry das dann aufheben konnte, heimlich, als er den Captain noch so die Waffe vorgehalten hat und so, ja. War schon gut.
dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Okay. Na gut, dann erkunden wir das U-Boot. Finde ich cool. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben ein bisschen Heilung, immerhin. Wir haben, ja, bewaffnungstechnisch sieht es halt eher so semi-gut aus, aber passt schon. Oh. Oh, so einer. Ja, shit. Bei dem nehme ich mal die schwereren Geschütze. Oh, ich habe ihn irgendwie nicht erwischt. Jetzt bleib doch stehen. Sag mal, das macht er mit Absicht, oder? Habt ihr das gesehen? Der ist immer einen Schritt weitergegangen. Warum habe ich den jetzt gerade bitte nicht? Oh, ich hasse das Spiel. Oh Mann, ich müsste schon treffen, bitte. Das ist aber wirklich ohne Witz bei weitem nicht das schlechteste Resident Evil, das wir bis jetzt gespielt haben. Immer von Holy schwärmen, aber dann die Fanta-Dose am PC stehen haben. Ich habe ja immer neben Holy noch ein anderes Getränk mit dabei, wenn ich streame. Meistens ein Spezi, aber heute mal Fanta. Ich trinke natürlich nicht nur Holy. Ich habe auch keine Holy Eistees mehr zu Hause, das muss ich dazu sagen. Wenn ich Holy Eistees zu Hause habe, dann trinke ich tatsächlich fast nur Holy. Oder zumindest sehr viel. Hi Star, wie geht's? Oh, was ist denn das für ein Symbol? Das kenne ich nicht. Da ist so ein grünes Symbol neben deinem YouTube-Ding. Ist das neu? Heißt das, dass du Dingsy bist? Ich glaube schon, ne? YouTube-Member. Wenn ja, dann vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist neu, dass das angezeigt wird. Oh, Holy Spezi wäre eine gute Idee, Gesichtsbob. Da hast du recht. Oh Gott. Stalker-Gegner. Guckt. Sogar das hat das Spiel schon vorweggenommen. Wir haben hier die BOW, die uns ständig verfolgt. Was soll dieses Boss-DOW eigentlich sein? Eine Amöbe oder so? Ich verstehe auch die Logik von dem Ganzen nicht so ganz, ne? Weil der Parasit war noch in dem Kind und ist noch nicht geschlüpft. Aber was ist dann das auf dem Schiff, was Leon bekämpft hat? Und was verfolgt uns da jetzt gerade? Macht die Amöbe das aus Menschen? Oder... Und wie sind überhaupt vorher alle zu Zombies geworden, wenn die Möwe noch in dem Mädchen war und so? Ah, verstehe ich alles nicht so ganz, aber okay, okay. Ja, wo der. Ich weiß jetzt, das ist wahrscheinlich ein anderer hier, aber ich weiß es jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht gegen den kämpfen will, wenn möglich. Halt, aber ich will Loot mitnehmen. Ja, wir können alles brauchen, was wir hier finden. Aber sowas von. Pack's ein, Barry. Jawohl, und die nehmen wir auch mit. Das ist wirklich wie ein Resident Evil 2 Remake. Das Spiel hat einfach alles vorweggenommen. Das Spiel hat alles, was später noch in Resident Evil gekommen ist, prophezeit. Das wichtigste Spiel in der Resident Evil Geschichte, könnte man sagen. Naja, okay. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Der ist vom Schiff hierher geschwommen, wahrscheinlich. Ja, der war in Barrys Waffen. Ja, ja, genau. Ja, ja, eben. Nee, nee, das ist ein Non-Canon. Das gehört nicht offiziell zum Kanon. Was ich fast schade finde, weil abgesehen von den Story-Punkten, die wir gerade besprochen haben, finde ich die Story an sich eigentlich echt gut für ein Resident Evil. Aber auch nicht zu komplex oder sowas. Dann würde es mich stören in Resident Evil. Barry und Lucia schaffen es bis auf die Brücke.
Sie knallen die Luke vor der BOW zu und halten die Kreatur so auf. Ach ja, wirklich? Ich war noch gar nicht drin. Ich glaube, der hätte mich noch erwischen können. Okay. Achso. Okay. Ich glaube, ich habe diese Steuerung verstanden. Ich steuere das U-Boot jetzt zurück auf die Starlight zu. Ich wette, Leon freut sich, uns zu sehen. Ja, glaube ich auch. Ist besser als ertrinken, I guess. Auf jeden Fall, ne? Wenn er mich nicht vorher erschießt. Übrigens, tut es mir leid, dass ich so grob zu dir war. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber was du getan hast, war irgendwie richtig. Vielleicht, weil ich eine Tochter in deinem Alter habe. Oh! Hey, ich habe eine Idee. Wenn wir hier rauskommen, könntest du bei uns wohnen, wenn es dir nichts ausmacht, eine Schwester zu haben. Oh, Barry! Das wäre super awesome! Das finde ich auch. So, jetzt sind wir bei der Starlight. Lass uns Leon finden. Guck, genau wie Revelations 2. Es ist einfach wirklich so. Barry und Lucia wollen an Bord der Starlight gehen. Das Schiff hält sich kaum über Wasser. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen Leon finden und weg von hier oder so ähnlich. Plötzlich kommt die BOW durch eine Luke auf das Deck des U-Boots. Mann, nicht schon wieder! Bevor Barry schießen kann, taucht die Kreatur ungemein schnell unter in Richtung Breitseite der Starlight und verschwindet. Sind jetzt zwei davon auf der Starlight oder so? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Es ist schlimm genug, dass das Schiff sinkt. Jetzt müssen wir auch noch auf dieses Ding achten. Lass uns zum Maschinenraum gehen und Leon suchen. Okay, wir sind wieder auf der Starlight. Starlight Express. Und wir sind wieder am anderen Ende der Welt und müssen wieder einmal komplett den Gang, den wir eh schon kennen, durch. Okay, let's go, Barry. Hey, aber wirklich, ohne Witz, ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, damals... Es war 2000, ne? Schwer zu sagen. Wäre das Spiel ein paar Jahre früher rausgekommen, ne? Dann hätte ich es auf dem Game Boy Color wahrscheinlich echt sehr, sehr gut gefunden. Aber 2000, wir hatten schon Code Veronica, als das Spiel rauskam, ne? Das darf man immer nicht vergessen. In meinem Kopf mache ich das Spiel immer ein bisschen älter, als es tatsächlich ist. Wenn man es wirklich so als ein Spiel der 2000er bewertet, dann ist es natürlich nochmal schlechter. Das muss man schon fairerweise sagen. Aber hey, wie gesagt, wir haben schon schlechtere Resident Evil auf dem Weg hierher gespielt. Ernsthaft hat von Revelations Reihe geklaut. Erst Schiff, ein Mädchen, das von dem Tentakelmonster gestalkt wird. Also andersrum, ne? Revelations hat von dem geklaut. Revelations 1 und 2 haben sich Elemente aus... Würde ich tatsächlich behaupten, dass das kein Zufall ist. Aber für ein Game Boy Color Game schon cool. Ich finde auch. Grundsätzlich würde ich das auch sagen. Also das Spiel ist nicht so schlecht wie sein Ruf, ne? Es gibt Spiele, die sind schlimmer. Okay, der Weg ist versperrt, was ich schon mal ziemlich gemein finde. Weil das bedeutet, wir müssen einen ganz anderen Weg gehen. Oh Gott. Warum können die den Weg nicht früher blockieren? Das ist ja echt mies jetzt. Hä? Ach ja, genau, der Raum war verbuggt. Deswegen ist der nicht aufgedeckt. Alles klar. Okay, ich könnte jetzt hier die Treppen hochgehen. Nee, warte mal. Runter. Aber das bringt uns nichts. Wenn ich hochgehe, könnten wir mit den langen Aufzügen fahren. Das wäre der Weg, glaube ich. Ja, okay.
Oh, die haben die echt gemein positioniert schon wieder. Ich will ungern gegen die kämpfen, wenn es nicht sein muss. Days Gone war schlimmer. Nee, Days Gone fand ich, finde ich ein langweiliges Spiel. Ich find's nicht spannend. Ich find's irgendwie uninspiriert und langweilig. Aber ich find's nicht schlecht. Okay, Barry, das schreit nach Gasgranatenwerfer. Let's go. Yeah, okay, Gasgranatenwerfer rockt. Gasgranatenwerfer, ich bin Fan. Das ist schon gut, also das ist schon sehr cool, muss man sagen, ne? Gegen so normale Gegner. Oh, Gemeinheit. Ich soll's nicht übertreiben. Das war jetzt gerade voll übertrieben. Den letzten Schuss heben wir uns wirklich für einen Notfall auf. Ja, Alone in the Dark Remix. Sehr gespannt drauf. Sehr gespannt drauf. Das schauen wir uns selbstverständlich an. Die roten Fetzen am Boden sehen aus, als würde jetzt irgendwo am Bord nackte Zombie-Damen rumlaufen, wie die Kleider von denen. Wer weiß. Ich meine, nackte Zombies werden ja jetzt, dürfen fast schon eigentlich nicht fehlen in einem Resident Evil. Oh, ich meine eigentlich das Skandal-Zombie-Game, das letztens rauskam. Days Gone war ja das mit den Massen, ja. Das Skandal-Zombie... Ach, warte mal. Ich weiß, was du meinst, aber wie hieß denn das? Oder bring's ich jetzt durcheinander? Nee, oder? Nee, Days Gone ist das mit dem Motorradkerl. Genau, nee. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Name auch nicht ein. Ja, okay, ja. Das ist wahrscheinlich schlechter. Habe ich nicht gespielt, habe ich mir nicht angeguckt. Aber was man so hört. Die BOW ist nackt, das stimmt. Das lassen wir mal zählen. Ich dachte schon, wir können die Tür nicht öffnen, ey. Aber da wir jetzt schon hier vorbei müssen, können wir uns ziemlich sicher noch Munition für irgendwas holen, das ich damals noch nicht hatte, als wir zum ersten Mal waren. Ich weiß nicht mehr was. Aber, jetzt muss ich kurz gucken, bin ich schon dran vorbeigelaufen? Nee, genau. In einer von den beiden Räumen. Ich glaube, in dem oberen von den beiden. Da gibt's was für uns. Na, Mist. Wow, okay, drei von denen. Ich benutze die Gase nochmal. Ist es jetzt... Scheiß drauf. Das war unser Bonus. Oh, die leben noch, ey. Ah, nein, dass der uns erwischt hat, wollte ich nicht. Lucia, du bist dran. Setz Pistolenschock ein. Apropos Pistolenschock und Pokémon-Witze. Spielt von euch jemand Palworld? Ich habe das jetzt die letzten Tage relativ viel mit Merlin gemeinsam gespielt. Und ich kann einerseits die Faszination dahinter voll verstehen, aber gleichzeitig ist das Spiel so kaputt, vor allem auf der Xbox. Die PC-Version ist ja noch einigermaßen akzeptabel. Aber holy shit, die Xbox-Version, dass die das rausgebracht haben, ist grenzt an einen Skandal. Also, so kaputt. Mein Gott. Aber ja. Aber ist schon cool. Ne, ich dachte, das Spiel wäre irgendwie so ein bisschen edgy und trollig und ist so, haha, wir sind hier Pokémon mit Waffen und wir sind voll düster, obwohl alles so putzig aussieht und so weiter. Und das steckt zwar in dem Spiel drin, aber das ist ja alles komplett optional. Und im Großen und Ganzen ist es einfach irgendwie Basenbau-Management-Pokémon. Es ist Zelda, Pokémon und Ark in einem Spiel verwurstelt. Schon cool, muss ich schon sagen. Das Horrorspiel Ill habe ich so am Rande ein bisschen mitbekommen. Ja, aber das ist noch nicht erschienen, oder?
Aber das, da tippe ich mal drauf, dass das auch so ein Blender-Spiel wird. Ja, das ist Early Access, es ist voll okay, aber die Xbox-Version stürzt halt alle 30 Minuten ab, hat super matschige Texturen, hat eine Framerate von kaum 20 Frames, hat Bugs ohne Ende, gerade im Multiplayer ganz schlimm, also das ist halt wirklich kaputt. Das ist nicht nur unfertig, wo man sagt, muss man noch ein bisschen und hier und da, sondern das ist so richtig, richtig kaputt einfach. Also die Xbox-Version hätte noch ein paar Monate gebraucht, definitiv. Selbst für ein Early-Access-Spiel habe ich sowas Schlimmes noch nicht erlebt. Naja, aber letztendlich hat das Spiel wahnsinnig viel Potenzial. Ich bin super gespannt, wo sich das hinentwickelt. Ja, auf dem PC habe ich es jetzt auch schon ein paar Stunden gespielt und da läuft es sehr viel besser und stabiler und gibt eigentlich nicht wirklich Probleme. Das stimmt. Außer die KI der Pals, ne? Die ist natürlich auch auf dem PC manchmal. Manchmal stehen die halt einfach nur da und machen gar nichts. Oder im Lager finden sie den richtigen Weg nicht und bleiben an Zäunen hängen. Und dann verhungert wieder irgendwo ein Pal aus unerfindlichem Grund und man findet ihn nicht mehr. Und dann muss man ihn neu laden und so weiter. Und dann fällt man wieder durch die Welt durch. Das habe ich auch auf dem PC erlebt. Aber trotzdem, abgesehen von den Bugs, die es halt einfach noch hat, ist das auf jeden Fall sehr faszinierend. Ich bin sehr gespannt, wo sich das die nächsten Monate und Jahre noch hinentwickelt. Leon, du lebst! Du bist zurückgekommen? Was hast du denn gedacht? Jetzt lass uns von hier verschwinden. Barry, ich glaube nicht, dass das Leon ist. Was? Du hast schon richtig verstanden. Ich glaube nicht, dass das Leon ist. Warte, stopp. Da war was in dem Loch. Pistolenmunition. In dem Loch. Muss ich jetzt da reingehen und gegen den kämpfen? Oder was machen wir jetzt? Ja, ich muss da vorbei. Okay, dann gehen wir rein. Nintendo geht ja gerade auf die Barrikaden. Ja, bin ich gespannt, ne? Die prüfen, ob die da juristisch was machen können. Finde ich ehrlich gesagt lächerlich, aber Nintendo ist halt Nintendo, ne? Ich wünsche es Palworld, dass die damit durchkommen, ehrlich gesagt. Also ich hatte auf dem PC auch schon ein paar nervige Bugs. Ich bin jetzt irgendwie Level 32 oder so, glaube ich, und habe schon sehr viel erkundet. Und je weiter du in den Norden der Maps gehst, desto unfertiger werden die auch und sowas. Aber PC ist voll in Ordnung für ein Early Access Spiel. Da sage ich wirklich nichts. Aber holy shit. Ja, die Xbox-Version ist in einem schlimmen Zustand. Ich bin zum allerersten Mal Resident Evil Zero. Irgendwie ist es geil, aber auch schlecht. Ich weiß nicht. Ja, es ist nicht. Ich sage immer, es ist immer noch ein gutes Survival-Horror-Spiel, ne? Da kann man eigentlich nichts sagen, aber es ist nicht das beste Resident Evil, nee. Okay, let's go. What? Da hat sich aber irgendwie ganz schön verändert. Shit. Wenn das wieder so ein Zurückdrängending ist, dann schaffen wir das nicht mit den Waffen, die wir da haben. Vor allem nicht, wenn ich so ziele. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr.
Okay, cool. Cool, 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 cool. Ich habe noch einen Schuss mit dem Maschinengewehr. Ja, den habe ich da versemmelt. Hey, ich kann den mit dem Messer nicht mal treffen. Wir haben jetzt ein Problem. Wir können auch nicht weglaufen. Der kommt nicht mal nah genug, dass ich den messern könnte. Und wie gesagt, wenn das wieder so ein Zurückdrängding ist, dann haben wir es eh vermasselt. Aha! Stell dich mir im Kampf! Elendes Getier! Er sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Tyrant, wie ein Nemesis plötzlich, ne? Aus dem Tyrant ist plötzlich Nemesis geworden. Wo wir gerade wieder bei Pokémon sind, ne? Er hat sich evolved. Ich mache jetzt mal weiter. Ich glaube, wir sterben jetzt zwangsläufig, weil wir es mit dem Messer allein nicht schaffen können. Aber es ist wieder so ein Zurückdrängding. Das schaffen wir schon. Theoretisch haben wir, glaube ich. Wow! Wow! Das war die dritte und vierte Entwicklungsstufe und die vierte war so krass, dass das ganze Universum vernichtet wurde. Wow. Shit. Oh Gott, wann habe ich das letzte Mal? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ah. Ist schon okay. Wir sind in 0, nix wieder da, wo wir waren. Ich weiß ja jetzt, wo ich lang gehen muss. Was? Gaiden ist die Inspiration für Undertale, aber nicht wirklich, oder? Das wäre eine super lustige Geschichte. Wenn das stimmen würde. Ja, der cheatende endlos unendlich Energieboss ist schon nicht mein Freund. Oh Gott, Leute, dass der ernsthaft, wirklich, ohne Witz, dass der wirklich ernsthaft, der Arsch, ich kann es gar nicht fassen, dass der wirklich das Spiel zum Crashen gebracht hat, damit ich nicht mal meinen Ingame-Save-Punkt wieder laden kann. Oh Gott, wie gemein ist denn das bitte? Nee, ohne Witz. War da hinten noch was? Weiß man jetzt nicht, ne? Guck mal. Ah, das ist nett, dass er Loot droppt. Ich dachte schon wieder... Das ist wieder so ein unsterblicher Zombie. Oh, let's go. Ich hasse es wirklich, Sachen zweimal spielen zu müssen und dann noch dazu wegen irgendwelchen Bugs ist für mich das Schlimmste. Ist für mich das Allerschlimmste. Der absolute Horror. Aber wir schaffen. Es war nicht viel. Wir haben nicht viel Fortschritt verloren. Ich muss nur öfter speichern. Die Inspiration für Undertale war Earthbound. Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Bitte geht weg, ihr blöden Arschzombies. Ja, ich muss wirklich ohne Witz bei dem Bausystem von Pokémon-Spiel Pearl World muss ich immer an Fallout 4 denken, ans Basenbauen in Fallout 4. Das ist schon sehr lustig, weil das die gleichen komischen Bugs und Regeln hat und so weiter. Und weil man halt auch irgendwie jetzt muss ich ganz kurz gucken, weil man halt auch irgendwie so Sachen beachten muss, wie dass man erst Bücherregale platziert und dann eine Decke drüber. Weil wenn du schon eine Decke in deinem Haus hast, kannst du keine Bücherregale mehr platzieren, weil die dann nach oben in den zweiten Stock hochglitschen aus irgendeinem Grund. Und wenn du Dachschrägen bauen willst, dann musst du am besten oben anfangen und dich dann nach unten bauen, weil von unten nach oben geht aus irgendeinem Grund nicht. Und wenn du Mauer neben Treppen bauen willst, musst du erst die Mauer platzieren und dann die Treppe, weil erst Treppe und dann Mauer geht nicht. Na, das ist genau wie in Fallout 4, wo man wirklich sich die ganze Zeit denkt, warum kann ich das um Himmels Willen nicht platzieren? Und dann muss man einfach nach und nach die Tricks lernen, die Workarounds, wie man den Editor austricksen kann, damit er funktioniert. Oh Gott, hab ich Fallout 4 Flashbacks in Pearl World im Editor beim Basisbauen. Das ist schon lustig. Oh Mann. Nein, das kann doch nicht sein. Teleportiert sich da einfach runter zu mir, der Arsch. Oh nein, Lucia ist gestorben. Oh, okay. Netter Reset-Punkt. What? Oh mein Gott. Kann ich vielleicht kurz irgendwie... Ah. Oh, das Spiel ist mir zu actionreich. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Ich sag's euch. Ich schaff das alles nicht mehr. Okay, wartet mal. Ich laufe eh ganz falsch. Obwohl, nee. Ist schon okay. Also mir macht das Siedlungsbauen in Fallout 4 Spaß. Mir hat's ja auch... Ich hätte ja nicht irgendwie 1000 Stunden damit verbracht, wenn es mir keinen Spaß gemacht hat. Aber um Gottes Willen hat mich der Editor gleichzeitig in den Wahnsinn getrieben. Aber es gab ein paar sehr coole Mods, auch auf der PlayStation 4, die den gerettet haben. Ich glaube, am PC hätte ich noch ein bisschen mehr Spaß damit gehabt. Trinken, du hast recht. Sollte ich mal wieder machen. Nanu, warum liegt denn da eine Tutorial-Akte? Wenn du in einem Kampf davonlaufen möchtest... Ja, wir sind schon öfter versehentlich davongelaufen, aber warum liegt hier das Tutorial dafür? Ah, nein. Ey, ich muss mir eine Granate aufheben. Definitiv. Aber die wollte ich jetzt einfach noch benutzen. Aber jetzt ist Schluss. Die Granate brauchen wir. Ich muss jetzt alles andere, und wenn noch so viele Monster kommen, muss ich mit Messer und Schrotflinte lösen. Xbox hat ja auch noch ein bisschen besseren Mod-Support als die PlayStation bei Fallout 4. Na, so Sachen, so einfache Sachen wie den Place Anywhere Mod zum Beispiel, der wäre so wertvoll gewesen und den gab es zwar auf der PlayStation 4 später dann auch und da glaube ich auch nur mit Workarounds und so Kompromissen, ne, es wäre einfach alles ein bisschen... Naja, aber letztendlich hatte ich super viel Spaß mit dem Basenbau, er war nur sehr frustrierend. Okay, das ist auch interessant. Ich glaube schon langsam, das Spiel geht immer mehr kaputt, Leute. Ich glaube... Oh Gott. Okay. Ist auch gut. Dann gehen wir halt durch Türen, wenn wir sie nicht öffnen können. Das ist voll so der Powerspruch, oder? Wenn wir die Tür nicht öffnen können, dann gehen wir einfach durch.
Aber so ist Barry eben. Okay, wir müssen hier jetzt echt aufpassen, ne? Wir haben hier schon die Erfahrung gemacht. Wenn ich hier von einem Zombie gepackt werde, kommen 5 aus allen Richtungen und wir haben echt ein Problem. Ich würde schon ganz gern da hochgehen und mir die zusätzliche Munition von da drin holen. War die überhaupt hier drin? Nee, ich muss noch eins höher. Aber wir müssen echt aufpassen. Okay. Nix wie raus hier. Oh nee, hier ist Feuer. Wir müssen oben rumgehen. Das Spiel ist schon gemein. Aha. Warte mal. Noch ein Seil? Ist das Absicht, dass da ein zweites Seil ist? Das kommt mir sehr komisch vor. Aber ich weiß nicht, ob wir an dem vorbeikommen. Das war sehr nett von ihm. Guckt euch an, wie der da in die Dauerattacke geht, ey. Oh, die sind schon sehr gemein. Hey, hier liegen wieder Anleitungen. Da ist wieder ein Seil. Wurde irgendwie die komplette Map resettet? Was ist los? Oh shit, Leute, die Treppen funktionieren nicht. Ach Gott. Wir haben das Spiel in seinen Grundfesten erschüttert und es ist nur noch kaputt. Es ist wieder mal komplett kaputt gegangen. Shit. Kann ich hier nicht irgendwo resetten oder so? Wartet mal kurz. Sowas Ähnliches hatten wir schon mal, ne? Eieieiei. Hä? Bin ich jetzt doof? Ich versuche mal schnell was. Moment. Ah, shit. Das Spiel ist kaputt. Ich habe jetzt gerade nicht mein Safe Game geladen, sondern das ich beim Spiel direkt gemacht habe. Oh Mann. Okay, ich habe noch eine Idee, wie wir es vielleicht noch retten können. Moment. Ah, das sieht nicht gut aus. Ich will nicht nochmal anfangen. Ich will das nicht auch nochmal alles machen. Was machen wir denn jetzt, wenn das nicht gehen sollte? Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Ich weiß es selber nicht. Okay. Shit.
Appetit. Das Spiel ist kaputt, Leute. Silent Hill 2, stattdessen meinst du jetzt? Wir müssten nur die Leiter nach unten kommen, dann wäre alles in Ordnung. Aber die Ladezone funktioniert nicht mehr, dann spielt Palworld. Wirklich doof jetzt. Okay, ich versuche mal, dass ich in den Kampf gehe. Vielleicht wird dann die Map komplett neu geladen oder so, ne? Ich greife jetzt hier nach Strohhalmen, aber gucken wir mal. Der unnötigste und verschwenderischste Kampf ever. Gucken wir mal, ob es irgendwie geholfen hat. Ich hätte bei den Aufzügen skeptisch werden sollen, ne? Ach, shit, nee. Ja, keine Ahnung, Resident Evil Gaiden ist kaputt gegangen und ich kann es irgendwie nicht mehr reparieren und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was wir machen sollen. Okay, wartet, ich sterbe jetzt mal. Das versuchen wir nochmal. Ich lasse mich umbringen und dann laden wir nochmal hier ein Safe Game im Spiel. Ich hab mich schon gewundert, dass wir so Sachen wie Seile und so weiter finden, ne? Tutorials. Offensichtlich wurde die gesamte Map zurückgesetzt. Aber mein Fortschritt im Spiel nicht. Guck, die Spielstände 1, 2 und 3 sind leer. Als hätte ich da nie was gespeichert. Aber ich habe da was gespeichert. Ich kann nur weitergehen. Und dann stehe ich wieder hier. Und die Treppen funktionieren. Moment mal. Wo stehe ich jetzt? Hä? Ach so. Okay, ja, nee, ich habe nur noch ein Safe Game. Alle anderen Safe Games von mir sind irgendwie verschwunden und kaputt. Und die Treppen, die wir gehen müssen, funktioniert nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen frustrierend. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Lieblings-Resident Evil und so, aber ich hätte es wirklich gern durchgespielt. Aber irgendwie können wir es nicht durchspielen. Traurig. Ich fange nicht von vorne an, nee. Wir fangen nicht nochmal von vorne an. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Deswegen schauen wir uns jetzt ein Longplay an. Wir skippen selbstverständlich durch. Ah, guck mal, wir waren so kurz vorm Ende. Es ist ärgerlich. Da Betrayal, The Engine Room, Boss am Möwentyrant, Submarine Barry, Rescue Leon. Oh, wir waren so kurz davor. So kurz vorm Ende. So kurz vorm Ende. Guck mal, das wäre noch gekommen. Warte mal kurz, das ist ein, damit ihr es auch wisst, von Longplay Archive ist das Video hier, das wir jetzt gucken. Und jetzt skippen wir uns da schnell durch, damit wir noch sehen, was wir verpasst haben. Und dann erkläre ich das Spiel jetzt leider für beendet. Das sieht irgendwie bei dem viel besser aus als bei mir, oder? Gemeinheit. So, dann läuft er hier durch. Und dann kann der hier die Treppe gemeinerweise, glaube ich, nehmen. Die konnten wir nicht nehmen, die Treppe. Und dann kommt Fake Leon. Wir waren fast fertig mit dem Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Muss man den zurückdrängen oder hätte man den töten können? Muss man zurückbringen. Guck mal, der cheatet. Der trifft nicht immer so perfekt. Wow, man muss den zurückdrängen, damit man vor ihm weglaufen kann. Das ist aber schon mies. Das ist schon ein mieser Boss.
Holy shit. Okay, warte mal. Als Barry und Lucia den Raum, den Engine-Raum betreten, sehen sie Leon, wie er auf dem Boden sitzt. Barry! Bleib genau, wo du bist, Leon, wenn du Leon bist. Was? Erst lässt du mich hier einfach auf dem sinkenden Schiff zurück und jetzt versuchst du, mich herumzukommandieren? I ordering your... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Irgendeine Drohung oder sowas. Du bist es wirklich. Okay, beruhig dich, Mann. Ich kann's erklären. Oh no! Was war das denn? Hört sich an, als wäre die Hülle gerade explodiert. Das Schiff wird überflutet. Wir haben keine Zeit zu streiten. Wir müssen jetzt zurück ins U-Boot. Woher weiß Leon, dass das U-Boot da ist? Aber okay. Oh, so kurz vorm Ziel. Ja, wir tun einfach so, als hätten wir es durchgespielt, okay? Was ihr hier seht, ist mein Live-Gameplay. Ich habe nur einen Skip-Knopf, damit ich schneller spielen kann. Mein Hirn verarbeitet die Information so schnell, da kommt ihr gar nicht hinterher. Ich weiß schon, so ein Pro hier bin. Okay. Einfach den Weg nochmal zurücklaufen und dann kommt aber nochmal er hier. Boah, das ist aber schon gemein, dass der nochmal kommt. Der wird nochmal zurückgedrängt. Oh, warte mal kurz. Cutscene. Okay, jetzt wird's spannend. Plötzlich, aus der Dunkelheit, die Kreatur. Sie packt Lucia und pullt sie, zieht sie in die See. Ich glaub's einfach nicht. Leon, warte hier. Ich gehe hinter ihr her. Leon wartet, bis Barry wieder an die Oberfläche kommt. Was? Das hat funktioniert? Die Kreatur zieht sie einfach ins Wasser und Barry sagt so, ich spring hinterher und hol sie. Und dann springt er hinterher und holt sie. Das ist mal eine dramaturgische Kurve, mit der habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, da passiert jetzt noch irgendwas, aber gut, okay. Und dann zieht Barry sie aus der See. Und sie sind wieder auf dem Schiff, als wäre nichts passiert. Cool. Bleib cool, Mädchen. Also, bleib cool, Mädchen. Alles wird gut. Tief atmen. Das war unnötig. Ah, oh, nicht schon wieder. Ah, okay, deswegen. Und seltsamerweise steht hinter Barry eine zweite Lucia. Lucia 1, ah. Was ist hier los? Ich bin Lucia. Nein, glaubt ihr nicht, ich bin Lucia. Ihr beide bewegt euch nicht. Leon, ich muss sie beide erschießen. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Nee, das hat er nicht gesagt. Das habe ich gesagt. Sie lügt. Ich bin die echte Lucia. Barry, schau dir das hier an. Lucia zeigt in ihrer Hand das... Ah, sie schneidet sich in die Hand und zeigt rotes Blut. Ah, gut gedacht, Kind. Ich glaub's einfach nicht. Sie verwandelt sich in andere Kreaturen. So, letzter Bosskampf, wenn mich nicht alles täuscht. Die Giftgrasgranaten, ne, die sind schon das Beste gegen das Ding. Okay, und jetzt nichts wie weg hier. Bewegung! Ach so, das hab ich mit der Stimme gesagt. Barry, Leon und Lucia machen es, schaffen es endlich zum U-Boot zu kommen. Das immer noch voller Zombies ist, by the way, aber okay. Schau, die Starlight, sie geht unter. Die drei schauen zu, wie die Starlight langsam untergeht.
in die friesigen Kälten der See. Wir haben es endlich geschafft. Ja, sieht so aus. Wir gehen nach Hause, Lucia. Oh, Barry, du weißt nicht, was mir das bedeutet. Moment mal. Wer ist das denn jetzt? Soll das Barry sein? Haben die irgendwie seinen Bart und seine Haare vergessen? Warum hat der eine Glatze? Der sieht aus wie Vin Diesel. Was? Okay. Deine Hand, sie ist nicht geschnitten. Ach so, dein Schnitt in der Hand, sie ist nicht geheilt. So. Warum sieht der so aus? Leon kann das auch nicht sein, oder? Du hast recht. Und meine Augen, meine Ohren ringen nicht mehr in der Nähe des Monsters oder irgendwie so. Das mit dem Monster habe ich dazu erfunden, whatever. Das bedeutet... Ich habe meine Kräfte verloren. Ich bin normal. Ja, und auch das erinnert voll an Rose, oder? Mein Gott. Resident Evil Gaiden hat jedes Resident Evil, das danach kommt, inspiriert. Gaiden wurde dann irgendwie in Stücke gerissen und alle Entwicklungsteams haben sich schnell irgendwie so ein paar Fetzen genommen. Nachdem das ein Flop war, ist ein Capcom-Chef reingegangen, wütend, und hat das Skript von Gaiden in kleine Stücke zerrissen und ins Studio geworfen und gesagt, ah, oh, was für ein Scheißspiel. Und als er raus war, haben sich die ganzen Entwicklungsteams auf diesen Haufen Fetzen gestürzt und haben ganz schnell sich in die Taschen gestopft, was geht. Ne, kostenlose Ideen. Schnell, die verwerten wir wieder. Und jeder hat so sein eigenes Mosaik draus zusammengeklebt. Und alle Resident Evil-Spiele der Zukunft basieren auf Fetzen aus Gaiden. Das ist meine Theorie. Das ist mein Schöpfungsmythos. Der aller Resident Evil-Spiele nach Gaiden. Ich glaube, genauso war es. Okay, let's go. Also, Lucia ist normal. Sie hat keine Kräfte mehr. Hey Leute, ich komme zum Hauptquartier durch. Hauptquartier, hier spricht Leon. Mission abgeschlossen. Guck mal seinen Smack-Smile, ne? Der kommt sich geil vor. Mission abgeschlossen. Oh-oh, wir gehen nach Hause. Aber unter seinem voluminösen Kussmund befindet sich ein Kratzer am Hals, aus dem grünes Blut kommt. Fragt mich nicht, wie das alles jetzt am Schluss passiert ist, weil da waren zwei Lucias und eine Lucia hat sich in das Monster verwandelt und jetzt ist Leon das Monster. Hat das Monster nach dem letzten Kampf nochmal schnell irgendwie mit Leon Platz getauscht oder gibt es mehrere Monster? Wir wissen überhaupt nichts. Aber der Cliffhanger ist und bleibt, dass Leon mit seinen weirden Lippen das Monster ist. Und der echte Leon ist vermutlich tot und mit dem Schiff untergegangen. Und vielleicht war Leon von Anfang an das Monster. Also nicht von Anfang an, aber seit die den jetzt gerade wieder gefunden haben. Und das muss ich Resident Evil guiden lassen, ist ein toller Cliffhanger. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, das wäre Kanon und Leon wäre tot. Und im nächsten Teil in Gaiden 2 oder Resident Evil 4 oder was auch immer geht es darum, dass Leon ein Monster ist oder so. Keine Ahnung. Ich find's interessant. Naja, okay. Und damit haben wir's durchgespielt. Gut gemacht, Chat. Good game. Das haben wir gut gemacht. Punkt, 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 Fragezeichen. Advisor Shinji Mikami. Der hat sich nicht mal als Creative Director oder sowas eintragen lassen, sondern nur als Beratung. Na gut, guck mal, wenn man sich das hier so anguckt, haben das Spiel auch ungefähr 10 Leute nur gemacht, ne? Muss man auch mal fairerweise sagen. Wirklich, das haben wirklich ungefähr 10 Leute gemacht. Das hier sind schon Producer und so weiter. Okay, Tester, aber ja. Die haben schon nicht mehr aktiv mitgearbeitet, PR und so weiter. Das haben wirklich 10 Leute gemacht, das Spiel. Muss man fairerweise auch sagen. Ja genau, wie Ethan Winters. Ich sage ja, das Spiel hat alles vorweggenommen.
bitte, haben wir doch gerne durchgespielt. Nanu, was ist denn das hier? Warum kommt denn das jetzt am Ende von dem Gameplay, das ich selber gespielt habe? Das ist ja ungewöhnlich. So, cool. Haben wir Gaiden auch durchgespielt? Keine Ahnung, Leute. Das war weird, aber was soll ich machen mit der kaputten Treppe? Aber ja, das war Resident Evil Gaiden, ne? Ist schon irgendwie lustig. Ich finde ehrlich gesagt, mit dem Plot und der Story könnte man echt was machen. Und ich finde, das ist von den Plot-Twists und den Wendungen der Story her eines der besseren Resident Evil-Teile tatsächlich, witzigerweise. Und wenn man einige blöde Designentscheidungen aus dem Spiel entfernt hätte, dann hätte das, glaube ich, sogar ganz lustig werden können, ja. Lenskrit soll auch in die Credits dafür, dass er... Dafür, dass du das erste Let's Play gemacht hast, das es je gab. Das glaube ich nicht, aber... Ich meine, wir haben einen Longplay dazu geguckt am Ende. So, Ende. Keine Ahnung. Jetzt haben wir... Okay, wisst ihr was? Jetzt machen wir es wirklich. Ohne Witz. Wir haben jetzt das abgeschlossen. Morgen geht's dann weiter. Morgen 18 Uhr. Ich versuche diesmal pünktlich zu sein. Geht's weiter mit dem schlechtesten Resident Evil-Klon aller Zeiten vermutlich, der auf Steam frei verfügbar ist. Den schauen wir uns kurz an, nicht mal eine Stunde wahrscheinlich. Und dann starten wir, wenn alles klappt. Ich hoffe, mein GameCube funktioniert noch oder die Wii. Na, meine Mom hat die Wii. Nein, wir kriegen es zum Laufen und dann spielen wir Eternal Darkness morgen. Da freue ich mich schon drauf.